Ich begrüße Claudine Winkler, mein neuer Gast in der Akademie Lichtaufstieg.de, und ich freue mich, dass sie die nächsten 3 Workshops in dich bei uns hält. Und damit wir nicht die Katze im Sack kaufen, soll du doch hören, was uns erwartet. Claudine, dein Thema heißt Trauerleben. Ja, hallo Gabi, hallo an alle, die das sehen und zuhören. Ja, wir wollen die Claudine nicht im Sack kaufen, das stimmt. Nein, also es geht um ein Thema, das viele nicht so gerne angehen, die noch nicht betroffen sind. Und die betroffen sind, für die ist es ein großes Problem, das das Leben völlig umstellt. Und ja, und dem möchte ich mich nähern und davon erzählen, wie ich das Thema Trauer bewältigt habe. Das ist vielleicht im Augenblick noch etwas ungewöhnlich, wie das bei mir war. Aber ich denke, das wird immer mehr der Fall sein. Nämlich, dass man auch mit dem Verstorbenen in Kontakt bleiben kann. Ja, viele kennen das Gefühl, sich verabschieden zu müssen. Viele bleiben in der Trauer stecken. Und das ist dann ganz schwierig, weil man mit dem Gehenden, ich sage immer, es geht jemand von uns weg. Er stirbt, wenn wir sterben, wenn wirklich unser Körper stirbt. So ist unsere Auffassung, meine Auffassung, deine Auffassung und die Auffassung von vielen. Aber es gibt auch immer noch Menschen, ganz viele Menschen, die glauben, mit dem Tod ist alles vorbei. Und dann bleiben sie natürlich ganz extrem in dieser Trauer stecken, denn der Verlust, einen geliebten Menschen zu verlieren, nicht mehr physisch nicht mehr zu spüren und dann eventuell auch geistig nicht mehr da zu haben, sondern nur noch vor dem Grab zu stehen und eigentlich gar nicht wissen, was ist da in diesem Grab, in diesem Sarg, obwohl da ja nur die Hülle liegt. Und ja, deswegen ist das Thema Trauer und Sterben so genauso wichtig wie die Geburt, über die man ja immer redet und mit Freude redet. Genau. Ja. In unserer westlichen Welt ist es kaum ein Thema oder ist erst in letzter Zeit ein Thema geworden, dass es halt auch Trauertherapeuten gibt und so weiter, dass man sich dem Thema nähert. Und früher war man auf sich alleine gestellt, auf die Familie. Und in anderen Kulturen, also in östlichen Kulturen, ist es halt so, dass der Tod wie alles zum Leben gehört und dass man also bei uns ist es ja auch schwierig, darüber zu reden. Ne? Also, oh Gott, das wird schon besser. Es wird schon besser. Es gibt inzwischen auch Kongresse, die das Thema aufgreifen. Und durch diese Schwingungserhöhung beziehungsweise die spirituelle Entwicklung auf der Welt ist man diesem Thema schon näher gekommen. Genau, das ist eigentlich auch mein Einsatz jetzt, weil ich denke, durch die Schwingungserhöhung sind wir alle wahrnehmender geworden. Und ich kann mir vorstellen, dass sich viele ganz leicht, besonders in Momenten, also wo das noch nicht lange her ist, um die Verstorbenen ja oder die Gehenden um uns herum sind, dass es leicht ist, sich dem zu öffnen. Und dazu möchte ich einladen, dadurch, dass ich von meinem Beispiel erzähle und ich habe viel Wissen drumherum, was die Wiedergeburt angeht, was unsere Seele, unser feinstaubliches System angeht, ein Familiensystem und so weiter, welche Absprachen es gibt zwischen den Seelen. Könnte man sagen, in dieser Richtung bist du ein Trauermedium. Denn durch deinen Partner, den du verloren hast, mit dem du nach dem Tode Kontakt hattest, wirst du genau erzählen können, durch dieses Beispiel, wie läuft es ab nach dem Tod? Und ja, ich habe halt vieles mit ihm miterlebt. Genau. Und davon kann ich erzählen. Aber was mir halt auch immer am wichtigsten ist, das ist, dass die Menschen, die teilnehmen an so einem Workshop, an so einem Webinar, auch Dinge selbst erfahren können. Denn nur dann ist es für einen auch richtig. Und das versuche ich halt, indem man sich ein bisschen seiner Seele annähert, indem man schaut, was für Verstrickungen es vielleicht noch gibt zu demjenigen, der gegangen ist. Und zum Schluss möchte ich halt versuchen, dass man, wenn beide Seiten das wollen, also das erlauben, dass man auch in einen Kontakt kommt, in einer geführten Meditation. Okay, es sind 3 Teile. Ja.
Kann man den einen Teil ohne den anderen Teil auch verstehen? Oder ist es wichtig, dass man alle drei Teile wahrnimmt, mitnimmt? Es baut schon aufeinander auf und immer wieder erzähle ich halt auch von dem Beispiel, von meinem persönlichen Beispiel. Und auch wenn jemand, gut, im ersten Teil sind so Grundlagen, wie jetzt die Wiedergeburt, die ja viele schon kennen. Und aber ich gehe nicht so intensiv drauf ein. Also ich denke mal, man sollte sich schon auch den ersten Teil auf jeden Fall anschauen. Also ich, es ist ja auch so, dass ansonsten einem die geführten Meditationen fehlen. Die bauen ja auch aufeinander auf. Die man aber im Nachhinein, die Webinare werden aufgezeichnet, man kann also im Nachhinein immer noch entscheiden, ich möchte den anderen Teil oder den dritten Teil oder den ersten Teil noch nachträglich. Ja, kann man, ja. Und dann die Meditation zusammensetzen. Ja. Ich habe von mir dann auch immer den Download-Link, dass ihr dann das auf dem MP3-Player euch abhören könnt. Karma sieht, ich kenne auch Menschen, die glauben zwar, dass es mit dem Tod nicht zu Ende ist, aber sie glauben nicht an die Wiedergeburt, sondern ja. an ein weiter Existieren der Seele auf der anderen Seite. Ja, das ist auch die sind herzlich willkommen. Es geht, auch wenn über Wiedergeburt gesprochen wird, es ist immer nur ein Buffet. Jeder kann sich das nehmen, womit er im Gleichklang schwingt. Und wenn er sagt, nee, dann ist es halt nicht für denjenigen. Ja. Genau. Aber es gibt ja nicht nur eben das Thema Wiedergeburt, es gibt nicht nur die Reinkarnation, es geht um Karma, es geht um Seele, um das ganze feinstoffliche System, wie funktioniert alles. Raum zu berichten von persönlichen Erfahrungen, ich kann euch dazu schalten, ihr könnt von euren eigenen Erlebnissen erzählen, wie ihr die Trauer erlebt habt und was für dich sehr wichtig hattet mit Verstorbenen. Ich habe es zum Beispiel 20 Jahre nach dem Tod meines Vaters, der mit 66 an Herzstillstand gestorben ist, habe ich 20 Jahre später in der Meditation bin ich ihm begegnet und wir konnten alles klären. Und als er vor 20 Jahre vorher gestorben ist, hätte ich nie geglaubt, dass das überhaupt irgendwann mal möglich ist. Ich habe gelitten. Über diese vielen Dinge, die ich nicht ausgesprochen habe und die ich nicht noch gemacht habe. Und das konnte man alles klären. Die ganze Kindheit konnte geklärt werden. Und das gab so einen Frieden. Im Tod ist so viel Frieden. Also keiner muss Angst davor haben, über den Tod zu sprechen. Ja. So, und in der Meditation, beim ersten Teil, geht es um Körper und Seele. Was erwartet uns da? Also das ist eigentlich... auch für Anfänger, das heißt, dass sie mal reinspüren können, wie Körper und Seele verbunden sind miteinander. Also man geht meditativ in den Körper hinein und versucht halt auch mal zu schauen, was ist, wenn ich da von den Fingerspitzen aus Energie weggebe oder was sagt mein Herz eigentlich? Das weiß ja immer eine ganze Menge über die Befindlichkeit des Körpers und das weiß auch viele Dinge über die Seele, über die Aufgabe der Seele und so. Und vielleicht sagt auch das ein oder andere Organ etwas. Und dann gehen wir halt ins feinstoffliche System und versuchen mal die Chakren ein bisschen zu weiten, anzusprechen. Und damit man ein Gefühl bekommt, was das überhaupt sein kann, diese Seele, aus der wir sind. Und da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, deine Meditationen sind immer sehr, sehr schön, sehr tiefgehend. Du machst das sehr schön. Danke. Und ich kenne das von mir. Ich bin also ein... gehe schwer in die Meditation. Also ich lasse mich schlecht fallen, vor allen Dingen, wenn ich Menschen noch nicht kenne. Bin ich immer sehr vorsichtig und höre mir eigentlich gerne im wachen Zustand an, was erwartet mich da. Und deswegen ist es so wichtig, dass es aufgezeichnet wird, dass ihr wisst, was kommt. Und dann könnt ihr euch beim zweiten, dritten, vierten Mal zu Hause alleine beim Kerzchen an, vielleicht auch gleich leise Musik dazu und dann ganz entspannt in die Meditation gehen und ihr müsst gar keine Ahnung haben, dass ihr da irgendwo stecken bleibt, in der Trauer oder in was auch immer, sondern ihr seid dann wirklich geschützt auch und könnt euch fallen lassen. Ja. Ich versuche halt auch, möglichst wenig vorzugeben. Man muss es ein bisschen führen, damit man auch dahin kommt, aber ich weiß ja, wie es ist, wenn man Rückführungen macht, also man muss vermeiden, irgendwas auch nur im Entferntesten zu suggerieren, sondern es muss aus dem eigenen Unbewussten kommen. So, dann gucke ich mal, ob wir jetzt schon alles besprochen haben. Ich habe hier den Zettel liegen.
Also es geht hauptsächlich auch an um eben deine Erfahrungen, die du weitergeben willst, die du als Anreiz denjenigen geben willst, es selbst auch so zu erfahren. Und dass jeder die Möglichkeit bekommt, auch über seine eigene Erfahrung zu sprechen. Ja. Dass wir da vielleicht auch nochmal näher drauf eingehen können. Ja, und dann die Meditation. Ich glaube, das ist im Wesentlichen alles. Und es wird eine mit Sicherheit eine schöne Veranstaltung. Und ich hoffe, dass sich ganz viele anmelden. Ja, ich freue mich schon sehr drauf. Ja, ja. Und das wäre dann der erste Teil am 14. Dezember. Und die zwei nächsten Teile sind dann im Januar, die werden aber immer noch bekannt gegeben, sind aber schon ausgeschrieben, also man kann sich auch da jetzt schon anmelden. Dann ist Claudine inzwischen auch auf Facebook zu erreichen und es eben nur Claudine Winkler eingeben und ihr kommt auf ihre Seite, aber auch über die Gruppe akademielichtaufstieg.de könnt ihr immer alles über Claudine nachlesen. Danke dir. So, möchtest du uns noch was sagen? Oder sagen wir uns, hast du noch irgendwas ganz Wichtiges auf dem Herzen? Ja, es ist ja immer das, was man besonders tief irgendwie erfährt und was vielleicht auch am Anfang etwas sehr schlecht zu durchleben ist, was sich oft dann im Nachhinein als etwas erweist, was man halt auch weitergeben kann, eben durch die tiefe Erfahrung. Oder dass man, wie ich jetzt etwas erlebt habe, was halt aus dem alltäglichen Rahmen vielleicht rausgeht. Und das ist dann immer gut, wenn man auch darauf eingeht, auf so etwas und das anderen halt mitteilt. Und da bin ich halt jetzt dabei. Ich bin auch davon überzeugt, dass solche Erlebnisse, wie du so hattest, nicht nur für dich sind, sondern für ja, das denke ich auch. Dass du jetzt wirklich diesen Rahmen geben kannst durch dieses intensive Erleben. Ja. Das ist nicht von irgendjemand gehört oder irgendwo gelesen und dann weitergegeben, sondern dass du ganz authentisch da reingehen kannst und sagen, das ist das, was ich erlebt habe und das könnt ihr auch erleben. Genau. Vielleicht anders. Oder ähnliches. Ja. Ähnliches oder anders, aber es ist immer eine Möglichkeit da, wenn man offen ist. Genau. Und auch wenn jetzt kein Kontakt stattfindet, man hat durch die Meditation und es gibt auch eine Hinführung vor die Geburt, zum Beispiel im zweiten Teil, da hat man so viel für sich und die Beziehung zum anderen klären können, dass alleine das schon eine große Hilfe ist. Also sehr viel anschauen kann. Und Tod an sich, ich habe also ja, meine Eltern sowieso habe ich erlebt. Mein Vater, wie gesagt, ganz plötzlich. Meine Mutter ist innerhalb von 34 Tagen an Krebs gestorben. Ich konnte mich verabschieden. Wir haben die Beerdigung besprochen. Das war wieder so ein richtiges Ritual, Abschied nehmen. Das war Frieden bis zum letzten Atemzug dann. Und ich habe in den letzten 10 Jahren 3-mal meine Tiere, die für mich wie eigene Kinder sind, verabschiedet. Ich auch. Ja. Ein wahnsinniger Schmerz. Und auch da heißt es Trauerleben, auch die Trauer zuzulassen, nicht weglaufen davor, sondern wirklich sich die Trauer auch zu erlauben. Genau wie das Glück, wenn wir fröhlich sind. Da fragen wir auch nicht, warum sind wir jetzt fröhlich? Ja. Also so dürfen wir auch Trauer sein, Trauer haben. Und je mehr man die Trauer annimmt, umso leichter kommt man auch durch. Ja, ja? Genau. Ja. Also die Trauer leben, um zu leben. Mhm. Alles klar. Genau. Ich freue mich auf euch, ich freue mich auf dich und wir sehen uns dann am Donnerstag. Genau. Okay.